Willkommen zurück, ich habe eine Flagge gefunden. Meine Güte, ey. Ich bin noch ein bisschen seitlich tatsächlich. Aber gut, wir machen das jetzt. Ach ja, Templerflaggen. Komm, ich nehme doch den Bürger hier direkt mit. Ein bisschen, keine Ahnung, Frust rauslassen, indem ich Leute töte. Klassiker. Komm, ich kann da direkt zwei töten, sehr gut. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja, Schnauze. Meine Güte, ey. Ja, auf jeden Fall habe ich willkommen zurückgesagt. Ich glaube, ja, ne? Drei Missionen, hat er noch ein paar Nebensachen, klar. Aber immer noch drei Missionen. Da unten haben wir irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Eskorte wieder, oder? Da unten rechts. Auf jeden Fall halt der dritte Informant. Wir hatten einfach früher. Belauschen wird es dann noch geben. So. Ich habe jetzt noch keinen neuen Messer geholt, da wird schon packen. Ich muss daran denken, keine Ahnung, wenn ich nah dran bin, einfach direkt die versteckte Klinge auszupacken. Aber ich muss halt wirklich da drängen, die zu aktivieren. Das ist halt auch mal ganz wichtig. So, der Typ sieht mich, egal wie hier rumgedreht ist. Ein Assassine. Das finde ich dann an Odyssey wieder ganz gut, auf jeden Fall. Das heißt, wenn man entdeckt wird, quasi von einer Person, die aber dann direkt tötet, auch im Nahkampf wirklich besiegt, wenn es halt keiner mitbekommt. Dann hat man Glück gehabt. Das ist halt so ein bisschen unrealistisch, weil teilweise denke ich mir so, hey, müssen wir noch gehört haben. So. So, dreh ich bitte weg von mir. Weg mit dir. Jetzt entdeckt werden, ne? Komm, entdeckt mich, bitte. Ich will die Mission nochmal spielen. Dankeschön. Liegt die Leiche hier noch? Nö. Wir haben noch einen Wurfmesser jetzt, naja, gut. Oh Mann, ey. Warum nicht gleich so? Naja, gut. Nicht alles, dann ist das mit Odyssey schlecht. Hab Dank, Alter, hier. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid. Ja, danke schon, die Karte. Sehr praktisch. So, wie sieht's denn aus? Dann komme ich da wieder zurück zum Assassinenbüro. Gut. Dann Leute da auf dem Weg halt irgendwie auch nochmal irgendwo. Sterbenkrank. Ach ja. Na, mal gucken, wie lange die Folge heute geht. Ich denke mal, die wird wie üblich enden. Mit, ja, genau, mit dem Gespräch, ja, in dem Fall mit Malik, also dem dritten. Dem Geschäftsführer von Jerusalem. Bitte nicht abstürzen. Ich habe gesagt, bitte nicht abstürzen. Meine Güte. Da nehme ich euch jetzt mit. Den Schmutz gönne ich euch jetzt. Guck mal, jetzt hab ich doch ganz am Let's Play rausgeschnitten, weil ich musste am Anfang dann direkt das hier machen, Alt und Enter. Und das ist halt so ein bisschen verschieden, damit ich es halt auf dem richtigen Bildschirm habe. Und da ist es dann so ein bisschen schwarz, ne? Schwarz wie die Nacht. So, ich muss vor allem jetzt am Anfang auch wieder mit Tastatur spielen, weil er halt die Controller erst hat und nicht geladen habe, nervigerweise. Auswählen. Da kann ich Controller bedienen. Meine Güte. Zum Glück nach der Mission. Ja, fortsetzen. Ja, nach der Folge habe ich eh keine Lust mehr. Wenn Sie von Wachen nee, aber ich will ja schon, auf jeden Fall schon das Attentat halt machen. Klar, auf jeden Fall. Und dann halt in die Stadt kommen. Wenn es ganz schön ist, hat man schon genug Zeit. Ich kann eigentlich auch schon mit Malik, hier ist das nicht Malik, mit dem Kontaktmann sprechen, aber nee, gut. Dann machen wir diese Eskorte, was auch immer das ist, zum Schluss. Messer haben wir uns gespeichert, klar. Und dann sollte auf dem Weg ja nochmal eine Belauschmission sein.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann auf der PS3 war oder generell auf die Konsolen. Ob es halt. Da waren es auf jeden Fall auch mal drei Kontaktmänner, nehme ich an. Das ist halt irgendwie nie so auf dem Schirm, aber gut, was habe ich denn schon auf dem Schirm? Und hopp mit dir. Clash of the Titans. Clash of the Titans ist interessant. Wo Leon gerade auf jeden Fall keinen Spaß hat. Da ist eine Flagge, die will ich haben. Nee, das ist kein Belaufen. Das ist was anderes. Das ist nochmal ein Kontaktmann. Oh, vier Kontaktmänner. Was? Vier Kontaktmänner? Gar keinen Bock. Na gut, mach mal. So, zwei Türme. Eine Person wahrscheinlich noch retten. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schuld. Ja. So schuldest du mir gar nichts. Geht aufs Haus. Geht doch aufs Haus. Wann ist alle Bürger? Nee, es sind mir noch zwei Bürger. Meine Güte, das ist eine Flagge. Geil. Hab ich nicht. Das ist eine Lüge. Bei Gott, tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte, einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Ist doch ein guter, ist doch ein gutes Angebot. Wo sind denn die beiden Trottel? Ich glaube, der Typ ist so ein bisschen näher. Vielleicht auch nicht, aber jetzt gehe ich hier hin. Du, ne? Und ja, wir dürfen nicht entdeckt werden. Aber das ist jetzt noch einfacher. Ich habe Angst vor dem dritten Zyklus. Aber auch den werden wir hinbekommen. Wenn dann die Wachen halt dann richtig aufpassen. Du wärst quasi eigentlich auch schon gesucht. Wie komme ich denn da hin zu dem Typen? Aber wir haben auch keinen Zeitdruck. So, sorry. Was sollte hier dann sein? Wir haben keinen Zeitdruck. Messer klauen werde ich jetzt auch nicht. Alle am Saufen hier. Und schnell weg hier. Den Turm nehme ich jetzt auch nicht mit. Sorry, Mensch. Gelehrte, das sind keine Mönche. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Danke, Meister. Gerne doch. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Aber ist auch ein guter. Wenn die Tore der Zitadelle geschlossen werden, sind die Mauern der einzige Gegner draußen. Das ist auch ein guter Hinweis. Wir müssen noch eine Mission machen, das ist diese. Ich hoffe, es ist eine Eskorte. Oh, die ist, glaube mal was. Sorry. Natürlich werden wir uns dann gleich natürlich mal die ganzen Informationen anschauen, die wir erhalten haben. Ist ja ganz klar. Und dann kriegen wir das Attentat schon. Ja, ich rette dich gleich, keine Sorge. Hoch. Ich frage mich, ob die ganzen Leute wirklich nichts getan haben und ob wir Kriminellen helfen. Ich weiß nicht.
Was sagen wir mal, wir müssen ja nur das tun, was uns der Meister befiehlt. Und wenn wir dafür Leute, Kriminellen helfen müssen, dann ist das halt so. Du hast eine Flagge. Ah, perfekt. Ich hab sogar auf den anderen gezielt, aber der hat ihn angegriffen. Ja, muss auch mal drücken. So. Danke. Vielmals. Sie sagten nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ja, bitte doch. Ich freue mich doch. Danke. Okay. Wir müssen noch einen Burger retten. Ich denke mal, der wird dann irgendwo bei dem letzten Turm sein. Okay, jetzt hören wir diese Person auch gleich. Oh lala. Ja. Folgende, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die letzte Folge ziemlich schnell umging. Aber ja, ich hatte halt gut Themen, ne? Und da vergesst man ja gerne mal die Zeit. Da verliert man ja auch gerne mal die Zeit aus den Augen, das ist der Turm. Oh, eine Flagge, geil. Wer ist denn, keine Ahnung. Bringst du überhaupt nichts, halt irgendwie Bock, die Flaggen zu sammeln? Oder eigentlich, ich weiß nicht, warum ich Bock drauf hätte, die Flaggen zu sammeln. Zumindest, wenn es halt als Mod eine Karte gibt. Aber. Ja, will ich ja trotzdem eigentlich nicht. Auch oh, Mod. Aber keine Ahnung. Also, sagen wir aber keine Ahnung, wenn halt hier kann ich hier so spielen und auf der Karte alle. Also, zumindest, ja, doch. Auf der Karte alle Flaggen angezeigt werden würden. Hier wirst du sterben. Nein! Komm her. Du gehörst mir! So, guck mal, jetzt hat der eine Bogenschütze keinen Bock mehr auf uns nach einer kurzen Zeit. Teilweise stehen Templer übrigens auch auf Dächern. Hat immer, die schützen halt immer ihre Truhen, aber teilweise habe ich sie auch schon mal auf Dächern gesehen. Ja, ja. Da ist ein Bürger. Alle Aussichtspunkte synchronisiert. Ich finde das schön, dass die Halbstunden. Ja, dass wir der Halbstunde auch wirklich gut klappen, aber sonst besser kann, weil 20 Minuten Folgen halt der 3 Folgen pro Gebiet. So, du auch. Autschi, Autsch. Ich glaube, es tut weh, was wir hier tun. Danke euch. Danke euch. Hat er eine Flagge? Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Na ja, gut. Ja doch. Gut. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die letzte Aufgabe. Hi. Hört mir zu, Alter ihr. Wilhelm von Montferrat hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind. Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Das ist halt irgendwie ein bisschen witzig. Warum war ich dafür nur 3 Minuten Zeit da? Weiß ich nicht. Wenn 3 Minuten kam und der Markt eröffnet wird, ich weiß es nicht. Aber gut. Das war ja ganz witzig, das ist auch nicht so schwierig, aber war ja ganz witzig. Wir können einfach hier die Soldaten nehmen und dann da reinschubsen. Ich brauche Essen, ich habe Hunger. Komm, wir haben den Händler mit dem Auge getötet, aber gut. Komm her. Kann ich dich den Abgrund runterfupsen eigentlich? Mal gut was gucken.
Boah, ich will Wetter nur töten, damit ich als nächstes Informanten führe. Oh, los, stirb! So, weg hier. Hi! Mal gucken, wo der Kumpel stand hier in der Gasse. Ja, gut. Danke für eure Hilfe, Altair. Für euch war es keine große Sache, aber wichtig war sie allemal. Dieses Pergament wird euch helfen, wenn ihr Wilhelm entgegentretet. Okay, sehr gut. Ich könnte vielleicht nochmal abstürzen, dann laden wir direkt neu, ne? Ja, da wird jetzt mal nicht reingehen. Ja, die Folge ist halt wieder ein bisschen lang, ne? Bisher. Aber gut, ich ja, mach das, was ich tun wollte. Und beende dann auch die Aufnahmesession. Ich habe halt demnächst auch ein Date mit Fresen, Junge. Punkt. Er hat nämlich die 1 Million Kanalpunkte gefarmt. Genießt ihr diese Stille auch, so wie ich? Gut, denn sie endet jetzt. Ich rede jetzt ganz laut! Mami! So. Wie heißt der Kontaktmann hier eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. So. Hören wir uns dann gleich mal an, was Alter ihr zu sagen hat bezüglich des Kontaktmanns. Danach lesen wir uns noch die Informationen wieder durch. Also, um das noch so ein bisschen zu verfestigen. Und dann ignorieren wir das sowieso alles. Oh. Ja. 2007, ne? 2007 war noch eine andere Zeit. Da gab es noch kein Dark Souls, da gab es noch kein Mass Effect. Oder? Ne, da gab es noch kein Mass Effect, glaube ich. Ist auch so ein PS3 Exclusive. Ne, ist es nicht, aber egal. Lasst mich, ich bin einsam und brauche das Geld. So! Hallöchen, ich bin da. Rafik, die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt der Mann. Ich habe den Befehl ausgeführt und mich mit Wissen gewappnet. Ich weiß nun, wie ich ihn erreichen kann. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Ich habe gerade die Info weitergeleitet mit dem No-Ticket und zwei Personen. Und ich davon ausgehe, dass die Info auf jeden Fall nicht bekommen haben von der Person, von der ich die bekommen habe. Gedächtnislog. Muss man gönnen. Was haben wir denn so? Wir wissen, er wird in seiner Festung sein, wissen wir. Das ist irgendwie nochmal ein Hinweis, der mir egal ist. Genau, heute gibt es auch einen Besuch von König Richard, das auch nochmal ganz wichtig ist. Und halt, das war Ärger, wird die Zitadelle geschlossen, wir müssen über die Mauer fliehen, dann quasi einen Todessprung machen. Hier haben wir eine Karte mit den Bogenschützen und eine Empfehlung, wie wir uns bewegen könnten. Wir haben auch eine Empfehlung, da direkt durch das Tor reinzukommen. Da können wir wahrscheinlich Mönche für benutzen. Und generell haben wir ja Indoor auch nochmal Mönche, das wissen wir ja auch. Und außerdem werden auch noch Reparaturen eingeleitet, also sie könnten halt auch da in die Festung eindringen. Und ich denke mal, das ist sogar der Weg, den ich wählen würde. Um erstmal reinzukommen und dann ein bisschen... Könnte auf dem Weg, glaube ich, nochmal... Okay, wir haben Wurf... Warum sind die Wurfpfeile voll? Haben wir die geklaut oder haben wir die hier bekommen? Weil es kann auch sein, dass man die hier auch einfach aufgefüllt bekommt, kostenlos.
Na gut, kümmern wir uns um Wilhelm von Nonferrat, ne? Irgendwie sowas. Müssen Engländer sein. Ja, auf jeden Fall, ich habe ja über Final Fantasy gesprochen in der letzten Folge, ne? Und auch heute kann ich nochmal sagen, was ist dann heute oder morgen? Je nachdem muss man zwei Folgen wieder veröffentlichen. Auf jeden Fall am Montag, Final Fantasy. Wahrscheinlich der vorletzte Stream. Vielleicht gibt es schon das Finale, generell den Endboss und so, ich weiß es nicht. Plane ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde halt am besten halt vor dem Endboss dann aufhören und dann woanders nochmal irgendwie hingehen. Aber wenn ich den Endboss halt am Montag schon mache, dann ist es halt so. Auf jeden Fall wird es noch zwei Streams geben, weil es gibt generell noch viel zu tun. Und ich habe irgendwie auch Bock, denke ich mal, dann auch privat viel weiter zu fahren und dann ab und zu mal nochmal einen Sonntagstream wahrscheinlich zu machen. Aber auf jeden Fall hier jetzt auch nochmal die Info. Im November geht Zelda BOTW weiter mit den DLCs. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und ich hoffe, ich habe immer Zuschauer. Reicht auch, wenn es einer ist. Aber ich wünsche mir Zuschauer. Leute, das ist die Fest. Guck mal, jetzt ist sogar zu. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Meine Damen und Herren, der König von England. Aber interessant, natürlich mal witzig, wenn er halt hier schon mal so, guck mal, hier kommen wir rein. Wenn er halt irgendwie so auch die Gefolgschaft um ihn herum. Ich glaube, die blockieren jetzt den Weg, oder? Ach, keine Ahnung, ich tue jetzt so, als würde den Weg blockieren, ich will hier oben lang gehen. Aber ja, das halt so, die ganzen Leute so, ja, die alle bereit sind, hier König Richard zu verraten. Na gut, langsam mal machen, oder so. Das ist genau das, was ich tun wollte, danke. Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, ich kann hier da links. Genau, und dann hier rum. Und das ist der Ausgang, den man nehmen soll. Ich glaube, man kann hier dann irgendwie auch einen Todessprung machen. Können wir so gut anschauen, ob hier jetzt irgendwo da ist. Nee. Da drüben dann, ne? Ja, da drüben ist noch der Heuhaufen. Zwei Flaggen, Mensch, die willst du doch haben. Nein! Okay, danke schön. Nein! Oh, die Flagge willst du aber auf jeden Fall mitnehmen. Ja, kann man auf die Karte gucken. Und die Karte empfiehlt irgendwie diesen Weg. Ihr habt ja nichts gesucht. Geht. Ich hol mir deinen Kopf. So.
hat er noch kleine Denken gefolgt, denn ehrlich hier wird es doch keine Denken führen, aber ja. Okay, da hinten müssen wir hin. Ihr seid hier nicht erwünscht. Was ist geschehen? Runter mit dir. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entkommen. Meine Güte, du bist kein Templer. Also du bist ein Templer, ja, aber keiner von denen, die ist. Lecky, ich bin gerade am Let's Playen. Okay, den kann ich so töten. Oh, rein damit. Es ist richtig gut. Ich bin richtig gut Assassine, ne? Dann hau weg. Ist okay, hau ab. Das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Geschick und Entschlossenheit haben uns Akkon gewonnen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Ich war nachsichtig. Aber jetzt nicht mehr. Ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mahl oder eine Nachtruhe, dann ist es so. Und solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken zu haben. Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? Mein Herr, bitte, wir dachten uns nichts dabei. Wir haben uns vergessen. Es kommt nicht wieder vor. Nein. Sicher nicht. Ungehorsam breitet sich aus wie eine Seuche. Er soll ausgerissen und getilgt werden, auf dass eine Ausbreitung verhindert werde. Habt ihr mich verstanden? Ja, mein Herr. Natürlich. Zu eurem Befehl. Gut, gut. Dann kehrt zurück auf eure Posten, erfüllt von neuem Pflichtbewusstsein. Seid stark, seid auf der Hut und wir werden obsiegen. Zaudert und ihr werdet das Schicksal dieser Männer teilen. Dessen seid euch sicher. Wegtreten! Der Wilhelm von Nonferrat. Und hier gab's halt auch, habe ich halt Leute gesehen, die halt einen Luftattentat auf den Typen gemacht haben. Und weiß ich genau, wie lange muss er halt klug springen oder so. Schließt die Tore! Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akkon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akkon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden.
Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Ich muss ja schon sagen, er sagt, okay, es gibt nur die Missetaten, die wir vollführen, aber naja, ich habe hier Bürger gesehen, die misshandelt wurden. Also wirklich einfach verprügelt wurden, also keine Ahnung. Scheiße, aber da hinten komme ich drauf. Aber gut. Die Stadt gehört dem Volk. Bitte schießt nicht runter. ich habe Angst davor, wo wir jetzt starten. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, aber eigentlich... Das Attentat soll doch gespeichert sein. Ja, Gott. Was ist denn hier los? Das ist ja wie ein Bär in der Stadt. Hallo. Gut. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst, ich muss das Attentat nochmal machen. Aber es ist ja nicht das, das ist mit Odyssee. War ich besser wieder? Nee. Okay. Ich würde jetzt auch schon eher über die Dächer laufen, muss ich zugeben. Ja, okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann laufen wir halt wie ein Irrer durch die Stadt. Ist auch okay. Vielleicht finden wir auf dem Weg ein paar Partisanen, die uns helfen können. Keine Kurtisanen und keine... Partisanen? Nee, was sind... Partisanen. Ne, das sind keine Partisanen. Ja, sind die, das sind die Leute, die Gewalt ablehnen. Krieg ablehnen. Ach, keine Ahnung. Verfolgt ihn! Ob einer von diesen Rittern auch die Zwillinge sind aus dem Assassin's Creed, aus dem Paradies-Assassinen-Buch. Könnte da untertauchen, aber keinen Bock. Ich finde gleich schon noch ein Dachgard und wenn nicht, klopp ich mich halt. Oh, eine Flagge. Klopp ich mich halt vor dem Assassinen, über dem Assassinenbüro. So, die Flagge bitte mit. 16 Flaggen ist halt schon eine Menge, die wir jetzt gesammelt haben in den beiden Folgen. Vielleicht finden wir noch eine 17, dann haben wir die Hälfte. Und 17 ist ja eine schöne Zahl. 527, hier, hier. Auf diesen Dachgarten hätte ich jetzt schon Bock. Dann halt nicht. Ja, dann kloppen wir uns halt jetzt, ne? Kommt her, wir kloppen uns. Oh, die halbe Stadt schon wieder. Gerade in der Burg waren mehr Leute um uns herum, also passt schon. Oh, schön darauf, sehr gut. So, seid jetzt alle? Ich hoffe doch. Ja, der war so ein bisschen geschwächt von dem Pfeil, den er gerade im Rücken bekommen hat. So. Ich habe ein bisschen Essen mitgebracht. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad.
aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualim besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Immer noch so wird, dass man die Kamera selbst einstellen kann, so ein bisschen. Attentat beendet. Sevut eliminiert, zurück zu Al-Mualim. Genau, das würden wir jetzt noch mitnehmen ins Gespräch. Allerdings, ja, würde ich dann die Folge auch beenden, weil, ja. Ist jetzt schon wieder ein bisschen länger geworden. Bis vor, Masya vorspulen, genau. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Tretet vor, Alter ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Alter ihr, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Alter ihr, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist... So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Alles klar. Was kriegen wir zurück? Kriegen wir jetzt mehr Messerkapazität? Wäre ganz super. Ja, es gibt übrigens nur drei Leisten. Das heißt, wir haben heute alles voll, wo wir noch so extra Wurfmesser, die kann im Hof trainieren. Gut, dankeschön. Und ja, das wäre es dann auch für diese Folge gewesen. Steht jetzt bitte draußen? Nee, er steht nicht da. Das ist doch nett. Gut, liebe Leute, dann, ja. Ich teleportiere mich jetzt nicht. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.